Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Ich kann sagen, dass ich um Vertrauen bitte von der Bevölkerung, auch A, für die Impfstoffentwickler aus dem akademischen und industriellen Bereich, die wirklich alle Anstrengungen unternehmen, um global Therapeutika und Impfstoffe für die Covid-19-Erkrankung bereitzustellen. Genauso um Vertrauen für das Paul-Ehrlich-Institut, das hier flankierend regulatorisch mit großer Erfahrung seiner Expertinnen und Experten gewährleisten möchte, dass die zugelassenen Impfstoffe und Therapeutika wirksam und verträglich sein werden und ein angemessenes Nutzen-Risikoprofil haben werden. Klaus Zichotek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Vielversprechend ist, dass im Bereich von Covid-19 tatsächlich weltweit schon 100 Impfstoffprojekte, ein bisschen mehr sogar, durchgeführt werden und fokussiert wurden auf Prävention der Covid-19-Krankheit. Und dass wir etwa 8 bis 10 Impfstoffprodukte bereits in ersten klinischen Prüfungen in der Untersuchung haben. Wir haben jetzt veröffentlicht, dass wir die erste klinische Prüfung eines Covid-19-Impfstoffs in Deutschland genehmigen konnten. Wir werden entsprechende Veröffentlichungen natürlich bei weiteren zu erwartenden Genehmigungen durch das Paul-Ehrlich-Institut von weiteren Covid-19-Impfstoffprodukten ebenfalls machen. Und hier ist es so, dass es sich um eine neue Impfstoffplattform handelt. Es ist ein sogenannter RNA-Impfstoff. Es ist allerdings noch eine sehr frühe Phase der Entwicklung. Das heißt, wir haben hier Daten aus präklinischen Untersuchungen, aber es wird im Moment noch getestet, ob die Erbinformation von dem Oberflächen-Spike-Protein des Erregers genügend Immunantwort erzeugt oder nur ein Teil dessen, die sogenannte Rezeptorbindungsdomäne. Zum anderen gibt es Konstrukte, die auf 3 unterschiedlichen stabilisierten Formen der RNA beruhen, sodass wir also im Grunde noch in der Exploration sind, um zu erfahren, welche dieser Impfstoffkonstrukte in der Lage sind, eine spezifische Immunantwort gegen den Erreger zu erzeugen. Und ich freue mich auf diese Ergebnisse, genau wie auf die Ergebnisse weiterer klinischer Prüfungen, die weltweit, aber auch in Deutschland sicherlich initiiert werden. Es ist so, dass wir unterschiedliche Impfstoffplattformen haben und die ursprünglichste Form, wenn Sie so wollen, ist, dass man den Infektionserreger in Zellkultur in großer Menge anzüchtet und dann unter qualitätsgesicherten Bedingungen eine Inaktivierung des Ganzvirus vornimmt und dann entsprechend formuliert eventuell noch Immunverstärker, also Adjuvanz hinzusetzt. Und nach diesem Finish und Fill dann den entsprechenden Impfstoff entweder zur klinischen Prüfung einsetzt oder nach der Zulassung natürlich in breiterer Anwendung am Menschen hat. Das heißt, ein Impfstoff muss einen Erregerbestandteil haben, gegen den eine spezifische Immunreaktion erzeugt werden muss. In diesem Falle wissen wir aus Vorarbeiten zu MERS-Coronavirus-Impfstoffen, übrigens auch zu dem SARS-CoV-1-Impfstoffen. Dieser Erreger trat ja 2002, 2003 in Asien auf, dass das Oberflächen-Spike-Protein geeignet ist, einen Impfschutz zu erzeugen. Und darauf aufbauend sind die jetzigen Konstrukte so, dass das Antigen entweder Erregerbestandteile inaktiviert des gesamten Virus enthalten oder speziell aufgereinigte oder gentechnisch hergestellte Anteile oder die ganze Form dieses Spike-Proteins oder bei den neuen DNA- und RNA-Impfstoffen sowie den Vektorimpfstoffen ist es die Erbinformation, die im Körper anregt, dass dieses Spike-Protein komplett gebildet wird oder nur ein Teil davon und dieser Teil, der auch die Infektion weiter verhindern könnte, wenn sie als Impfstoff eingesetzt wird, ist die Rezeptorbindungsdomäne.
Wir haben einen sehr großen Bedarf und deswegen müssen wir uns alle vor Augen führen, dass wir einen Impfstoff für die Welt brauchen, für Deutschland natürlich auch, für Europa auch. Aber es müssen im Grunde alle davon profitieren können, die von der Infektionskrankheit betroffen sind. Zweitens, wir brauchen sicherlich aufgrund dieses großen Bedarfs mehrere Impfstoffprodukte und mehrere Impfstoffhersteller, denn das ist weder von einem Hersteller zu leisten noch von einem Produkt, dass die unterschiedlichen Bedarfe abgedeckt werden. Impfstoffprodukte haben auch immer leicht unterschiedliche Eigenschaften und der eine oder andere ist vielleicht mehr für eine bestimmte Altersgruppe oder Population geeignet als der andere. Insofern brauchen wir mehrere Entwicklungen. Hinsichtlich der Zeitdauer halte ich mich im Moment an die Vorhersagen der WHO, die von 15 bis 18 Monaten gesprochen haben, was extrem kurz wäre für eine Herstellung und für eine breite Anwendung nach der Zulassung. Wir von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts legen Wert darauf, dass wir die Verträglichkeit und die Wirksamkeit des Impfstoffes sehr ins Auge fassen und gewährleisten, dass diese tatsächlich da sind und gewährleistet werden für die Impfstoffprodukte, die dann im Grunde in die breite Anwendung kommen werden.